Als die Anfrage für diesen Culture After Work Podcast an mich herangetragen wurde, zu dem Thema Entschleunigung ein passendes Bild auszuwählen, war das natürlich am Anfang nicht ganz einfach. Als Kuratorin hat man nicht so das Lieblingsbild in der Regel, weil man findet alle Bilder gut, sonst hätte man sie für die Ausstellung nicht ausgewählt. Und trotzdem hat sich dann relativ schnell ein Favorit herauskristallisiert, den ich heute vorstellen möchte, weil ich glaube, dass er sich ganz hervorragend dazu eignet, das Thema Entschleunigung zu thematisieren. Das Bild sehen wir hier im Hintergrund. Es ist ein Bild aus Japan, aus dem 19. Jahrhundert, vom Ende des 19. Jahrhunderts. Und es zeigt den Vulkan Fuji von Kashiwabara aus gesehen. Diese Aufnahme entstammt einer Sammlung, die wir hier in den Reichs-Engelhorn-Museen im Forum Internationale Fotografie betreuen. Die Sammlung der Geschwister Reiß. Die Geschwister Reiß, das waren eigentlich drei Geschwister. Nach Japan sind aber nur Karl und Anna zusammengereist und das war im Jahre 1893. Eigentlich wollte man nach Chicago. In Chicago hat in diesem Jahr die Weltausstellung stattgefunden. Aber Karl und Anna haben das zum Anlass genommen, eine Weltreise zu unternehmen, die sie über China nach Japan führte und dann in Nordamerika endete. Eine Reise zu dieser Zeit war machbar. Die infrastrukturellen und technischen Voraussetzungen waren zu dieser Zeit gegeben. Man musste natürlich das nötige Kleingeld haben und man brauchte die nötige Zeit. Beides war im Fall von Karl und Anna Reiß vorhanden. Sie waren Kinder einer sehr wohlhabenden Mannheimer Unternehmerfamilie. Sie brauchten keinen Urlaubsantrag einreichen, sie konnten einfach reisen, wann sie wollten und die nötige finanzielle Ausstattung für so eine Reise hatten sie auch an der Hand. Als Karl und Anna Reiß in Japan ankam, 1893, war Japan eigentlich schon ein relativ gut erschlossenes Reiseland, auch touristisch schon relativ gut erschlossen, obwohl sich Japan ja erst relativ spät, um die Mitte des 18. Jahrhunderts, für Europa geöffnet hatte, zwangsweise geöffnet hat. Es gab einige Reisebücher, die schon Routen vorgaben. Es gab noch kein Baedeker, aber es gab vergleichbare Werke. Und Reiserouten waren gut planbar. Es gab Hotels, es gab Eisenbahnen und es gab auch die nötige Infrastruktur, um als Tourist gut von A nach B zu kommen. Karl und Anna sind rumgereist und der Fuji war eine natürlich der Hauptattraktionen während ihres Japan-Aufenthaltes. Und wenn man jetzt das Thema Entschleunigung sich nochmal hervorruft, dann muss man wissen, dass die Stimmung rund um den Fuji, als Karl und Anna da waren, sicherlich nicht sehr entschleunigt war, denn dort war richtig Remi-Demi, dort war schon der Tourismus voll im Gange, insofern, dass dort schon Kutschen bereitstanden und Esel, die Touristen zum Vulkankegel hochgetragen haben. Es gab dort schon Verköstigungsstellen, es gab Hotels, also es war wirklich eine touristische Infrastruktur vorhanden. Und man war da sicherlich nicht alleine. Man konnte sicherlich nicht die Ruhe ganz für sich genießen, sondern man musste sich ein bisschen beeilen, weil die nächste Reisegruppe kam. Und deswegen war zu der Zeit, wo die Aufnahme entstanden ist, sicherlich von Entschleunigung erstmal nicht zu spüren. Das ändert sich dann aber, wenn man mal sich die Zeit nimmt, um in dieses Bild einzutauchen. Der Fuji ist das Wahrzeichen Japans. Quasi das, was der Eiffelturm für Frankreich ist, das ist der Fuji für Japan. Und es liegt zum anderen daran, dass dieser Berg eine echte Fotoschönheit ist. Er ist nämlich perfekt ausgewogen, der perfekte Berg sozusagen, mit völlig ebenmäßigen Konturen, quasi mit dem Geodreieck gezeichnet. Und auf diesem Bild kommt das sehr schön rüber. Was auch in diesem Bild wunderbar gelungen ist, ist, dass die Aufteilung in die einzelnen Bildflächen, also in Hintergrund, Mittelgrund und Vordergrund. Das können wir uns auch gerne mal ein bisschen genauer anschauen. Wir sehen angesprochen schon hinten die Silhouette des Berges. Vorne dann wunderbar im Mittelgrund die Landschaft, diese leicht hügelige Landschaft, die sich einmal von links nach rechts zieht.
einmal ansteigend dieser Bergrücken. Davor dann ganz klein, man muss wirklich genau hingucken, kleine Häuser, Gehöfte, Stallungen, die sich so ganz eng in die Bäume schmiegen. Und dann vorne zur Wasserkante hin kleine Felder noch, bewirtschaftete Feldflächen. Der Mittelgrund wird eigentlich komplett ausgemacht durch die Ruhe des Sees. Der See ist spiegelglatt, man merkt gar keine Wellenbewegung. Das liegt auch an der damaligen fotografischen Technik und Belichtungszeit. Ich komme da später nochmal drauf zu sprechen. Das Eigentliche passiert dann hier im Vordergrund. Wir sehen zum einen hier in der Wasserfläche die wunderbare Spiegelung nochmal des Berggipfels. Und hier, wenn man genau hinguckt, ist es besser ausgearbeitet als im Original im Hintergrund. Man sieht viel besser die Konturen der Berghänge. Man sieht oben sogar ein bisschen den Krater. Man kann erahnen, dass es da in den Krater reingeht. Man sieht wunderbar hier auch diese Graslandschaften, ganz fein gezeichnet, dieses Schilfrohr. Und das ist natürlich jetzt ein Stimmungselement, was der Fotograf sich überlegt hat. Hier vorne noch das traditionelle Boot mit dem Segel und einem Mann, der hinten am Ruder sitzt, das Ruder bedient und der aber nicht fährt, sondern auch das wirkt sehr statisch, sehr ruhig, wie ein Boot, das einfach angelegt hat an dieser Schilfinsel. Diese Figur belebt natürlich die Szenerie. Auf der anderen Seite sind diese staffage Figuren auch immer dafür da, nochmal Größenverhältnisse zu dokumentieren. Denn vor dieser gewaltigen Kulisse des Fuji wirkt der Mensch einfach verschwindend klein. Er ist halt im Vergleich zu der Erhabenheit der Natur, ist er ein Winzling. Bei dem Schöpfer dieser Aufnahme handelte es sich um den Fotografen Tamamura Kotsaburo. Das war ein sehr berühmter Fotograf, der seit den 1870er Jahren in Japan aktiv war. Er hatte zunächst sein Studio bei Tokio, ist dann klugerweise nochmal umgezogen mit seinem Atelier nach Yokohama. Denn Yokohama, das war der Hafen, wo wirklich alle Reedereien, alle europäischen Dampfer anlegten und wo man die Touristen am besten abgreifen konnte. Und, das muss man dazu sagen, Tamamura Kotsaburo sah sich auch als Fotograf für Touristen. Das war seine Klientel. Und er hat damals sogar schon sowas gegründet oder war Mitinitiator einer Art, heute würde man sagen, Interessensgemeinschaft. Fotografen haben sich damals in Japan zusammengeschlossen, um wirklich für Touristen zu arbeiten und haben sich den Markt ein bisschen untereinander aufgeteilt. Kotsaburo hat sehr viele Alben auch gemacht, wunderbare Arbeiten, lackverziert, sehr opulent in der Ausstattung. Karl und Anna Reiß haben sich für Einzelbilder entschieden, was für uns jetzt ein großes Glück ist, weil ein Album kann man schwer präsentieren. Wir haben das große Glück, dass wir die Einzelbilder natürlich auch einzeln gerahmt in einer Ausstellung zeigen können. Und was man noch sagen muss, ist, dass wir ja jetzt hier vor einem Bild stehen, wo wir die ganze Zeit vielleicht stillschweigend davon ausgehen, dass es sich um eine Farbaufnahme handelt. Wenn wir uns jetzt nochmal die Entstehungszeit um 1890 in Erinnerung rufen, dann muss uns klar sein, zu dieser Zeit gab es überhaupt noch keine Farbfotografie. Die kam im größeren Stil erst 1930 auf, das heißt 40 Jahre später. Wie kommt es also zu dieser scheinbaren Farbaufnahme? Und die Erklärung dafür ist in der Fototechnik zu sehen. Zu Ende des 19. Jahrhunderts war das vorherrschende fotografische Verfahren das sogenannte Collodium-Verfahren. Das war relativ kompliziert, auch sehr intensiv von den Materialien und von den Chemikalien her, die man brauchte. Ich will es mal ganz kurz nur erklären. Also man hat ein Glasnegativ gehabt. Die Größe des Glasnegatives war entsprechend auch der Größe hinterher des Fotoabzuges. Und man hat dieses Glas negativ genommen, man hat es lichtempfindlich gemacht, indem man es mit lichtempfindlichen Silbersalzen beschichtet hat, hat dieses Glas negativ in die Kamera eingesetzt, in eine Plattenkamera, hat es dann einige Sekunden belichtet, teilweise in dieser Zeit auch schon nur noch Bruchteile von Sekunden. Und dann hatte man das Negativ. Das musste man dann noch in einem Auskopierverfahren natürlich auf einen Papierträger bringen. Dieses Papier, was man damals benutzt hat, das war Albuminpapier.
Albumin war das Trägermaterial für wiederum die lichtempfindlichen Silbersalze, die man auf dieses Papier hauchdünn auftragen musste. Und Albumin ist nichts anderes als Hühnereiweiß. Wir kennen das, wenn wir backen und wenn wir ein Ei aufschlagen. Wenn Hühnereiweiß an unsere Hände kommt, dann ist es sehr flüssig, aber auch immer so ganz leicht klebrig. Und diese Konsistenz, diese Eigenschaft von Hühnereiweiß, Albumin, hat man sich für Albuminpapier zunutze gemacht und hat dann vom Glasnegativ auf dieses lichtempfindliche Papier auskopiert. Man hatte dann vom Negativ einen Positivabzug. Den sehen wir jetzt hier. Der wäre aber eigentlich natürlich nicht farbig, denn Albuminabzüge sind immer so brauntönig, sepiatönig, aber nicht farbig. Also musste ja mit diesem Bild augenscheinlich noch was passieren. Und in Japan hat man diese Albumintechnik immer von Hand nachkoloriert. Die Gründe dafür sind vielleicht ein bisschen in der Ästhetik zu suchen, die man in Japan hatte. Die Fotografie kam in Japan nicht wirklich gut an. Von Anfang an wurde die Fotografie relativ ablehnend betrachtet, was unter anderem daran lag, dass einem die fehlende Farbigkeit einfach nicht gefiel, weil sie nicht naturalistisch war. Und wenn man sich die japanische Kunst mit den Farbholzschnitzen vor Augen führt, auch dieser Liebe, Oberflächen mit Lack zu verzieren, auch farbig zu verzieren, dann waren diese Fotografien in ihrer Brauntönigkeit damals einfach nicht sexy. Und deswegen hat man sie mit Wasserfarben nachkoloriert und man hat in Japan eine solche Perfektion erreicht, dass man wirklich heute sich schwer tut zu erkennen, dass es keine Farbaufnahme ist. Es ist wirklich hyperrealistisch in der Ausführung. Und das lag daran, dass die Maler, das war hinterher eine spezielle Schicht an Künstlern, die sich darauf spezialisiert haben, diese Fotografien nachträglich handzukolorieren. Sie haben mit unglaublich filigranen Pinseln gearbeitet. Teilweise hatten die Pinsel wirklich nur ein Haar, haben damit die Konturen gemalt, haben unglaublich viel Empfinden für die Farbigkeit entwickelt. Und so kommt es, dass wir fast ein halbes Jahrhundert vor der eigentlichen Erfindung der Farbfotografie ein vermeintliches Farbfoto hatten und betrachten können. Zum Thema Entschleunigung. Ich glaube, es gibt kein besseres Bild als dieses, um mal wirklich sich treiben zu lassen, seinen Gedanken mal freien Lauf zu lassen, mal die Ruhe, die dieses Bild ausstrahlt, auch auf sich wirken zu lassen. Man kriegt es ja ein bisschen vorgelebt in diesem Bild von der Person, die wir sehen, die auch völlig in sich gekehrt dort sitzt. Man hört fast das leichte Gluckern, wenn das Wasser ans Boot schlägt. Vermeintlich hört man auch das Schilfgras rauschen. Es ist wirklich eine Szene zum Eintauchen. Und die sollte uns vielleicht Anlass geben, auch die anderen Bilder in der Ausstellung mal mit mehr Ruhe, mit mehr Muße zu betrachten. Sich mal Zeit nehmen, also nicht an den Bildern entlang zu gehen und sie einfach eins nach dem anderen aufzunehmen, sondern sich auch einfach mal hineinzuträumen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo einem das Reisen ein bisschen verwehrt ist. Einfach mal mit dem Sehen, also sehenderweise auf die Reise zu gehen. Dafür ist diese Ausstellung wunderbar geeignet und dazu möchte ich Sie herzlich einladen.